Willkommen zurück bei der Videoserie zum Thema lineares Wachstum. Da du die Aufgabe des Intro-Videos bereits hervorragend gelöst hast, können wir nun mit dem Basic-Video weitermachen. Schnapp dir dazu wieder ein Blatt Papier, einen Stift sowie zwei Textmarker und lass uns beginnen. Eine Kerze ist 12 cm hoch und brennt innerhalb von 24 Minuten vollständig ab. Erstelle eine Tabelle, die die Abhängigkeit der Höhe von der Brenndauer in Minuten angibt und stelle die zugehörige lineare Gleichung auf. Die Höhe der Kerze sowie die Brenndauer der Kerze sind gegeben. Wir sollen nun eine Wertetabelle sowie die zugehörige lineare Gleichung aufstellen. Bevor wir mit dem Lösen der Aufgabe beginnen, pausiere das Video und schreibe die Aufgabe auf dein Blatt. Die erste Spalte stellt die Brenndauer in Minuten dar und die zweite Spalte gibt die Höhe in Zentimetern an. Wir wissen bereits, dass die Kerze zu Beginn 12 cm hoch ist und nach 24 Minuten nichts mehr von der Kerze übrig ist. Da es sich um ein lineares Wachstum handelt, brennt die Kerze pro Minute 0,5 cm nieder. Das bedeutet, dass nach einer Minute nur mehr 11,5 cm übrig sind. Nach 2 Minuten sind nur mehr 11 cm übrig. Nach 3 Minuten nur mehr 10,5 bis schließlich nach 24 Minuten nichts mehr von der Kerze übrig ist. Um die zugehörige lineare Gleichung aufzustellen, brauchen wir K und D. Zu Beginn ist die Kerze 12 cm hoch. Das ist D. Pro Minute verliert die Kerze 0,5 cm an Höhe. Da es sich um eine Abnahme handelt, ist K negativ, also minus 0,5. Die lineare Gleichung lautet, H von T ist gleich minus 0,5 T plus 12. Pausiere das Video und schreibe die Wertetabelle sowie die lineare Gleichung auf ein Blatt. Da wir nun die Wertetabelle sowie die lineare Gleichung aufgestellt haben, können wir die Wertepaare in ein Koordinatensystem einzeichnen. Klicke auf Pause und schreibe auch diese Aufgabenstellung ab. Zuerst beschriften wir die Koordinatenachsen. Die horizontale Achse beschriftest du mit Dauer t in Minuten. Die Einheiten auf dieser Achse sind Minuten. Die vertikale Achse beschriftest du mit Höhe h in Zentimetern. Die Einheiten auf dieser Achse sind Zentimeter. Pausiere das Video und zeichne sorgfältig dein Koordinatensystem. Achte darauf, beide Achsen zu beschriften. Auf der horizontalen Achse sowie auf der vertikalen Achse gehst du in Einzelschritten. Zu Beginn ist die Kerze 12 cm hoch. Nach 24 Minuten ist von der Kerze nichts mehr übrig. Verbinden wir die beiden Punkte, so erhalten wir den Funktionsgraphen. Pausiere das Video und überprüfe, ob auch wirklich alle Wertepaare auf dem Funktionsgraphen liegen. Und? Liegen alle Wertepaare auf dem Funktionsgraphen? Sehr gut, das hast du toll gemacht! Nun ist jener Zeitpunkt gesucht, bei dem die Kerze nur noch 3 cm hoch ist. Pausiere das Video, schreibe die letzte Aufgabenstellung auf und versuche die Aufgabe alleine zu lösen. Verwende zuerst die lineare Gleichung und überprüfe dein Ergebnis mit dem Funktionsgraphen im Koordinatensystem. Hast du die Aufgabe gelöst? Prima, dann vergleichen wir miteinander das Ergebnis. Wir wollen wissen, wann die Kerze eine Höhe von 3 cm erreicht hat. Lass uns 3 für h von t einsetzen. Also 3 ist gleich minus 0,5 t plus 12. 12 können wir auf beiden Seiten abziehen.
und erhalten minus 9 ist gleich minus 0,5t. Jetzt müssen wir nur mehr durch minus 0,5 dividieren und erhalten für t ist gleich 18. Kontrollieren wir, ob das Ergebnis mit dem Funktionsgraphen übereinstimmt und suchen die Stelle, deren Funktionswert 3 ist. Perfekt! Zum Funktionswert 3 gehört die Stelle t ist gleich 18. Unter die Berechnung schreibst du daher den Antwortsatz: Nach 18 Minuten ist die Kerze nur noch 3 cm hoch. Prima! Du hast alle drei Aufgaben hervorragend gelöst. Ich freue mich schon darauf, dich im Master-Review wiederzusehen.